wenn der Opa das hätte verfolgen können und wenn der Opa heute da wäre. Das wäre für ihn völlig unglaublich, dass wir als Tischlerei uns zum Generalunternehmer entwickeln und dass wir dann noch das Vertrauen der einzelnen Auftraggeber bekommen, ganze Rastanlagen herstellen zu dürfen. Das ist ja ein Wunder ohne Ende und da kann man nur dankbar sein, einfach nur freuen. ...1921 wurde sie gegründet, am 21. Juni. Bis zu den Läden war der Tischlerei, das andere war dann Maschinenraum. Gell? Die haben noch alles mit der Hand gemacht, ungefähr ein, zwei Jahre. Weil da war ja nicht mehr Strom, noch ist noch keine Leitung hierher gewesen zu der Zeit. Gell? Es waren natürlich auch schwere Zeiten dabei, die Inflation. Da hat er ein Schlafzimmer gemacht und die haben nicht gleich bezahlt. Und wo sie bezahlt haben, hat er noch ein halbes Stückchen Margarine davor gekriegt für das Geld. Schrankwände, Schlafzimmer, Küchen. Eine Zeit lang haben wir auch Särge gemacht, hier vor Blankenburg. Auf das alte Firmenschild. Samstags ist der Opa immer noch mit im Unternehmen. Er macht seinen Rundgang. Und dann treffen wir uns meistens im Büro. Ist nach wie vor sehr an den betriebswirtschaftlichen Dingen im Unternehmen interessiert. Er schaut sich die BWA an, schaut sich den Jahresabschluss an. Und das ist für uns ein riesengroßes Geschenk, dass unser Opa mit 97 Jahren hier noch einmal in der Woche bei uns und mit uns hier zusammen sein kann. Also die Jan GmbH hat ja eine sehr lange Geschichte und wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt 100 Jahre Jan GmbH geschafft haben. Es begann schon bei meinen Opa, der 21 diese Firma gegründet hat und er dann gleich hineingeschlittert ist in die Weltwirtschaftskrise. Ich bin Ende 48 aus Kriegsgefangenschaft gekommen. Ich hatte ja Industriekaufmann gelernt. Gell. Wie ich auch, gelernter Kaufmann. Wir sind uns daher auch an vielen Stellen sehr ähnlich. Er hat dann trotzdem als Überlebender von drei Brüdern das Unternehmen übernommen. Und ist dann quasi in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Und musste mit der Repressalien der DDR leben. Ja, Stück für Stück haben sie es aber trotzdem geschafft und haben vor allen Dingen auch in der Zeit der DDR das Unternehmen privatwirtschaftlich gehalten. Da haben sie immer gesagt, das sind vier Betriebe hier. Das wird eine prima Genossenschaft. Sie können doch das machen. Ja, ich mach da auch nicht mit, weil ich wusste, das ist alles so eine Wackelei. Gell? Ich sag mal, man darf sich das ja nicht vorstellen, wie das heute ist, das Material verfügbar war. Bei ihm ging es ja los, die haben einen Baum gefällt. Wir kriegen jetzt vom Prinzip fertiges Blattmaterial hierher, schneiden es noch zu, bringen eine Kante an, lassen es über die CNC laufen und entmontieren den Schrank. Das hat er ganz oft erzählt, wenn die Platte fertig war, war eigentlich auch der Schrank schon fertig. Bis ich 1980 dann in die Firma eingestiegen bin. Ja, 86 hat er sein Meister gemacht. Er hatte eigentlich auch einen anderen Plan für sein Leben. Er wollte ja Lehrer werden, ist dann glücklicherweise doch ins Unternehmen gekommen. Ja, er war ein absoluter Regimegegner und durfte dann nicht studieren. Das war letztendlich auch das Glück für das Unternehmen, dass er das nicht durfte. Bis 1990, wo dann die Wende kam. Mitmarschiert, wenn Demonstration war, in die Kirche. Und es hat ja auch geklappt. Aber damals 67 und da habe ich gedacht, hier nimmst du gleich, wenn wir nachher nicht erst wieder Hüdelei haben. Ja, es war ein guter Start eigentlich und 95 hatte ich dann das große Glück, von der Treuhand hier eine Halle im ehemaligen RFT-Werksgelände zu kaufen und
Viele haben mich gewarnt, geht das überhaupt als Tischlerei, so eine große Halle mit 1000 Quadratmeter zu haben? Aber er hat dann ja den Grundstein des heutigen Unternehmens letztendlich gelegt unter den Bedingungen der neuen Marktwirtschaft. Wo wir nachher umgezogen sind, das vergesse ich schon nicht. Hier haben wir die Wand durchgehauen, damit wir die Maschinen rausbekommen. Ich bin ein Mensch, der, ich sag mal, das Christsein gern lebt. Ja, unsere Firmenphilosophie basiert auf christlichen Werten, die uns sowohl privat als natürlich auch hier im unternehmerischen Umfeld sehr wichtig sind. Es ist einfach die Philosophie des Unternehmens. Das Unternehmen muss den Menschen dienen. Diese Werte geben uns einfach Richtlinien mit, die wir versuchen täglich umzusetzen, die wir versuchen auch an unsere Mitarbeiter und Partner weiterzugeben. Große Zeit des Lebens, was man auf Arbeit ist. Wenn man diese Zeit nicht mit Freude macht, sondern mit Widerwillen, dann ist irgendwas falsch. Dann ist man nicht glücklich und dann hat man auch keinen Spaß am ganzen Leben, denke ich. Es geht ja nicht nur darum, die Arbeit gut zu erledigen. Wir sollen sie mit Freude erledigen. Das machen wir auch alle. Das macht total Spaß im Team. Und für den Kunden wirkt sich halt unheimlich auf die Qualität aus. Einwandfreie Mitarbeiter. Wir arbeiten zusammen, also es ist freundschaftlich. Sehr angenehm, immer auf Augenhöhe. Die Fluktuation der Mitarbeiter bei uns im Betrieb ist sehr gering. Ich selbst bin seit über 25 Jahren im Betrieb. Ja, dieses Jahr werden es 22 Jahre. Wir sind stolz auf unsere ganzen Mitarbeiter, die das Wichtigste der Firma sind, die für die Firma da sind und die diese Firma vorantreiben. Ich bin noch jeden Tag mit dem Fahrrad runtergefahren und wieder heim. Habe noch ein bisschen was gemacht. Also wir hatten wirtschaftlich sehr, sehr schwierige Zeiten, insbesondere in den Jahren 2004, 2005, Anfang 2006. Wir waren wirklich auf einem Standard, wo man eigentlich gar nicht mehr arbeiten möchte. Wir haben uns überlegt, ein Akkuschrauber war schon fast so viel Geld, den irgendwo zu investieren. Das war aber dann parallel in der Zeit, wo die Anfrage Sanifair hier bei uns ins Haus kam. Auf einmal ein ganz großer Auftrag da, der über unsere normale Denkweise hinausging und mit diesem Auftrag begann eine Erfolgsserie der Jahn GmbH. Dann gab es eigentlich nicht lange zu überlegen. Alleine war das nicht abbildbar für meinen Vater. Wir mussten auf einen Schlag 100 Anlagen praktisch Sanifair neu einbauen. Und wir hatten eine Voraussetzung, eigentlich gar nichts. Die Firma hatte nichts mit der Firma zu tun, so wie sie jetzt hier steht. Und Tobias kam dann und hatte BWL studiert, war genau an dieser Stelle der richtige Mann. Diese beiden Dinge zusammen, also dieser seine Art und meine Art, die bringen auch dem Unternehmen unglaublich viel. Und genau da habe ich sofort gesagt, Tobias, du kriegst sofort die Hälfte der Firma, die war dann auch schon mal was wert, 2007. Und er hat mir dann unglaublich viel Vertrauen geschenkt. Wir waren bis dato eine Bautischlerei mit einer sehr einfachen Produktion. Und dann kam die Anfrage, arbeiten als Generalunternehmer. Trotzdem haben wir es geschafft, mit Gottes Hilfe. Wir mussten viel entwickeln, vieles musste ineinander greifen, vieles musste zusammenpassen und passend gemacht werden. Das kann man alleine nicht schaffen, menschlich geht das nicht. Also würde jeder Wirtschaftsökonom würde sagen, das muss scheitern. Und wir haben damals, denke ich, eine Vorreiterrolle einnehmen können. Wir haben uns als Generalunternehmer weiterentwickelt. Wir haben all die Jahre unglaublich viel in unser Unternehmen investiert. Wir sind dann in kürzester Zeit von damals, ich glaube, ich waren es ungefähr knapp 30, auf 60, 90, bis jetzt auf 100 Mitarbeiter gewachsen. Wir produzieren auf über 3500 Quadratmeter Produktionsfläche und haben dazu nochmal etwa 2500 Quadratmeter Lagerfläche. Unser Geschäft ist für Großkunden große Objekte abzulegen. Beispielsweise für Total, Shell, Autogrill, SSP, Nordsee, Tank und Rast, Starbucks.
Freework, KFC, Hit, Areas, Deutsche Bahn. Es gibt ja auch schon ein, zwei Firmen in Deutschland, die das so ein bisschen uns nachmachen, aber ja. Wir haben einfach auch Partnerstrukturen im Hintergrund geschaffen, die noch heute an unserer Seite unsere Aufträge mit uns gemeinsam abarbeiten. Mit diesen Firmen sind wir hineingezogen in die Welt oder nach Deutschland. Wir haben im Jahr 2020 erstmals die 25 Millionen Jahresumsatz geknackt, wobei das für uns kein Ziel war, aber es hat sich einfach so ergeben. Also wir fertigen inzwischen sehr industrienah und wir sind einfach ein akzeptierter Partner. Und diese akzeptierte Partner sind wir für unsere Auftraggeber, für unsere Partnerunternehmen, Nachunternehmer und Lieferanten. Aber dieser stabile Partner sind wir natürlich auch für unsere Mitarbeiter. Nach 100 Jahren fragt man sich natürlich, wie soll es noch weitergehen? Darauf haben wir eigentlich eine ganz klare Antwort. Das wissen wir nicht. Die Reise, wo die hingeht, das wissen wir nicht. Das liegt in der Hand Jesu. Was wir wissen, dass wir jeden Tag an unserem Unternehmen arbeiten wollen. Dass wir unser Qualitätsversprechen, was wir machen, auch umsetzen können. Das habe ich nie geglaubt und hätte mein Vater auch nicht geglaubt, dass man sich so entwickelt. Haben Sie noch was zum Erzählen? Wollen Sie noch was loswerden? Nee, das langt.